wo ist Gas, wo ist Bremse, wo ist Kupplung. Und jetzt gib mal ein ganz kleines bisschen Gas. Wie langsam das sich anfühlt. Oh, jetzt haben wir den Motorschrott gemacht. Oh nein. Er fährt aber bestimmt. Ja, die Bremse. Sowas, kommst du mir heute bestimmt nicht mehr weiter. Bitte steigen Sie aus dem Auto aus. Ihre Fahrstunde ist zunächst erstmal beendet. So, und damit sitzen wir mittlerweile auch schon an Bord eines wunderschönen Audi S1. Also wir fangen mal ganz, ganz weit unten an. Ich meine, so ein Audi S1 kostet ja nichts, oder Colin? Was meinst du? Audi S1? Locker. Erstes Auto. Nein, Problem ist, dass es in diesem Spiel halt nur schnelle Autos gibt und dieser Audi S1 eines der langsamsten Autos ist und wir deshalb gedacht haben, dass das ein ganz gutes Auto für dich ist, um mal die erste Fahrstunde zu machen. So, jetzt erzähl doch mal, was weißt du schon, wie funktioniert das Autofahren und so, hast du schon ungefähr eine Ahnung? Hier sehen wir, wo ist Gas, wo ist Bremse, wo ist Kupplung? Ganz rechts. Kupplung. Links. Hört sich gut an. Du hast gerade schon richtig erklärt, wie du das zu machen hast, wo Gas ist, wo Bremse ist und wo die Kupplung ist. Dann würde ich sagen, tritt doch mal die Kupplung. Genau. Leg den ersten Gang ein. Und jetzt gib mal ein ganz kleines bisschen Gas. Ja. Und lass die Kupplung langsam los. Und dann sollten wir, ja, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Wir rollen. Wir rollen, okay. Wir rollen. Und dann guck jetzt mal irgendwo im Schritttempo, fährst du jetzt mal da genau da vorne entlang, da geht's dann, wie es aussieht, raus. Dann verlassen wir wohl diesen wunderschönen Parkplatz hier und begeben uns auf die wunderbaren Straßen Englands. Bitte einmal rechts rum. Wir fahren Blinker geht auch nicht. Kupplung treten. Runter in den zweiten Gang. Sehr gut. Und Kupplung treten. Dritter Gang. Das ist schon sportlich. Bei 40 erst in den dritten Gang zu schalten, so als Fahrschüler ist schon... Ja. Okay. So bei 55 oder so, wenn du mal ein bisschen, wobei jetzt kommt eine Kurve, bleiben wir erstmal, 48 ist erstmal ein ganz gutes Tempo, Stadtverkehr quasi, weil es hier auf dieser Strecke nur Landstraßen gibt. Wir befinden uns irgendwo im wunderschönen England, vielleicht sieht man das, das erinnert mich so ein bisschen an Postman Pat. Wir sind in Schottland, jetzt. Philipp. Ich weiß es nicht, wo wir sind. Drück mal Kupplung und runter in den vierten. Genau. Und dann komm mal zum Stehen und dann üben wir noch mal ein bisschen das Anfahren. Das hat beim ersten Mal zwar schon relativ gut geklappt, aber wir können das ja Kupplung treten nicht vergessen. Du hast vergessen, die Kupplung zu treten. Wäre der Motor eigentlich ausgegangen? Wir probieren das nochmal. Ersten Gang rein. Anfahren. Kupplung treten. Genau, Motor ist jetzt an. Jetzt den ersten Gang rein. Der ist schon an. Ist das schon? Oh ja, dann ja, fahr einfach mal los. Ja, okay, ich glaube, es war ein bisschen wenig Gas, aber ansonsten schon in Ordnung. Fahr mal weiter in den zweiten. Oh, Colin schaltet schon ganz sportlich bei 30 in den zweiten erst. So muss das sein. Ich fahr mal langsam. Wie langsam das sich anfühlt. Bei 49 fahren wir. Ein bisschen schalten und natürlich nach Möglichkeit immer rechts fahren, ja. Ganz wichtig. Ruhig in den vierten jetzt bei 60. Wollt ja was Gutes für die Umwelt tun und immer schön untertourig fahren. Nein, das lernt man ja auch so in der Fahrschule, möglichst früh hochschalten, jetzt dann nicht in den dritten, in den fünften. Kupplung treten, nicht vergessen. Und jetzt hier mal langsamer. Jetzt kommt eine Kurvenpassage.
Da muss man jetzt nicht unbedingt so schnell fahren. Und wie fühlt sich das an, Auto zu fahren? Freust du dich schon? Oh, 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 oh. Oh, jetzt haben wir den Motorschrott gemacht. Das. Ja, ey, Mann. Jetzt reicht's hier. Ja, jetzt haben wir die Kontrolle verloren. Da ging nichts mehr. Müssen wir zurück zur Box. Bisschen Gas. Kupplung langsam los. Und das war, ja, für einen Anfänger schon ganz gut. Hey, nur weil das jetzt am Anfang ganz gut war, heißt es nicht, dass du jetzt hier wie so ein Chaot fahren musst. Du wärst jetzt voll durch die Prüfung durchgefallen. Ja. Also ich meine, das ist jetzt immer noch deine erste Fahrstunde. Das ist in Ordnung, dass man Fehler macht. Aber wenn man solche Fehler macht, wie du gerade eben, beziehungsweise einfach drauf losrast, dann, ja, ist das nicht ganz so gut. Kommt kein Auto entgegen? Wieso ist hier so wenig Verkehr? Weil es hier keine KI-Autos gibt. Das haben wir extra so gemacht. Wir haben die Straße extra für dich abgesperrt jetzt, damit du hier in Ruhe deine erste Fahrstunde machen kannst und es dabei zu keinem Problem kommt. Aber was wir vielleicht mal ausprobieren können, ist hier jetzt anzuhalten. Eigentlich da reinzufahren und dann mal, oder nehmen wir hier die Lücke und geh mal, oh, Kupplung natürlich weiterhin treten und dann einfach mal in den Rückwärtsgang gehen. Das ist, wenn du die Gangschaltung reindrückst und dann ganz nach rechts unten. Genau, und wenn du jetzt in den Wagen nicht abwürgst, sondern Kupplung trittst, ein bisschen Gas gibst, und dann die Kupplung langsam loslässt, dann fährst du rückwärts. Und wenn du jetzt ein bisschen nach links lenkst, dann fahr mal so, dass wir nicht auf der linken Spur, sondern auf der rechten Spur fahren. Versuch das mal. Und wenn du jetzt ganz links einschlägst, andere Richtung, dann müssten wir gleich... Ich weiß ja, so, ein bisschen noch... Herfällt. Probier noch ein bisschen. Ich wollte hier drehen. Du wolltest hier drehen? Ja, stopp. Da ist die Mauer hinter uns. Ja, ja. Die haben wir, glaube ich, auch ein bisschen touchiert. Wie sagt man? Dann in den ersten Gang Kupplung immer getreten halten. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Gas geben und Kupplung lösen. Und wo wolltest du denn hier reinfahren? Ja, ich wollte eigentlich da drehen, aber ich habe mich ein bisschen vertan. Wie soll ich jetzt... Wo soll ich denn jetzt her? Ja, wieder zurück zu der Burg. Ja, die Anweisungen hier sind aber noch nicht so gut, Philipp. Okay, dann einmal bitte den Rückwärtsgang rein. Ein bisschen Gas geben, Kupplung lösen. Und eigentlich in die andere Richtung zurück. Aber fahren wir noch ein Stück weiter. Ganz ruhig, das ist der dritte Gang. Im dritten Gang anfahren kriegt man vielleicht hin, ist aber nicht ganz so komfortabel. Bisschen Gas geben und los geht's. Der hat mir direkt schon mal Wheelspin. So muss das sein. Wären wir jetzt durchgefallen? Ja, ne? Jetzt wärst du sowas von durchgefallen. 150 auf der Rennstraße. Ist nicht ganz so toll. Ich meine, es sind ja schon echt lustige Geschichten. Oh nein! Also Fahrstunden. Er fährt aber bestimmt. Ja, die Bremse. Sowas, kommst du mir heute bestimmt nicht mehr weiter. Bitte steigen Sie aus dem Auto aus. Ihre Fahrstunde ist zunächst erstmal beendet. Hier musst du übrigens aufpassen. Da sind, glaube ich, hier kann es durchaus sein, dass Menschen auf die Fahrbahn laufen. Und jetzt einmal rechts rum. Einen Blinker haben wir hier in diesem Spiel leider nicht. Oh, Mist. Geht's da nicht weiter? Unsichtbare Wand offensichtlich nicht. Rückwärtsgang bitte. Ja. Dann fahr mal rückwärts. Und dann fahr mal wieder zurück.
Ja. Also Kupplung treten, ganz, ganz wichtig, immer die Kupplung treten lassen. Und dann Gas geben. Ja, ich glaube, das war zu schnell losgelassen, die Kupplung. Tut mir leid. Aber ich bin ja nicht durchgefallen, oder? Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja gut, mit so einem schnellen Auto will man natürlich auch schnell fahren, ne? Das ist ja... Ja, aber darf man nicht. Erzähl doch mal so ein bisschen so von deinen... Ich erzähl jetzt nicht. ...bisherigen Fahrschulerfahrungen vielleicht. Oh. Was für Geschichten erzählen die Fahrlehrer immer? Das sind ja mal ganz lustige. Also Fahrlehrer ist, glaube ich, ein mega interessanter Job. Einfach, weil du so viel erlebst auf der Straße. Du kriegst so viel mit, du hast so viele unterschiedliche Schüler, die du, denen du das Fahrenlernen beibringen musst. Einige kriegen das vielleicht schon ganz gut hin. Andere, die, da ist das quasi aussichtslos. Aber irgendwann schaffen die halt doch ihren Führerschein. Deshalb ist das, glaube ich, ein mega interessanter Beruf, Fahrlehrer zu sein. Ja. Ich meine, so ist ja immer schön zu fahren, einfach nur Landstraße, das fahre ich am liebsten eigentlich auch. Weißt du, da muss man nicht viel machen, da fährt man die ganze Zeit nur geradeaus, hat meistens nur eine Spur, wenn wenig Verkehr ist, umso besser, dann kann man einfach für sich fahren, man muss auf keine Ampeln, auf keine Fußgänger aufpassen, man kann einfach geradeaus fahren, während man bei so, wenn man ja, durch die Stadt fährt, da muss man halt auf so viele Sachen achten und dann wieder bremsen, weil vor allem einer anhält und weil die Ampel wieder rot ist. Hier ist der Verkehr übrigens platt. Ja. Einmal in den ersten Gang wieder oder in den zweiten. Ja. So, dann stell das Auto mal hier links an der Seite ab. Und dann hast du deine erste Fahrstunde souverän. Oh. Ich bin nicht gegen den Baum gefahren. Aber gegen die Mauer. Ja, das war Collins erste Fahrstunde im Simulator. Simulation. Ich würde sagen, du hast ein bisschen was gelernt, oder? Ja. Ein bisschen Auto. Macht das Spaß, Autofahren? Oder sagst du so, brauche ich eigentlich nicht. Ich habe lieber mein Schokoticket und fahre mit dem Bus. Ich fahre lieber mit dem Bus. Mein Taxifahrer, großen Bruder. Nein, ja, das soll es gewesen sein, zumindest vom Taxifahren. Mhm. Und ich würde sagen, wir gehen dann mal eben so da links rüber. Und dann reden wir noch ein bisschen weiter in dieser Ausgabe von Snook on Air.